Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV zu einer neuen Folge der FIFA 18 Karriere mit Borussia Dortmund. Wir haben heute den 27. Spieltag und wie ihr schon seht, ist Hannover 96 heute unser Gegner. Die sind in der Tabelle auf Platz 17, also Erster gegen Platz 17 sollte eigentlich eine klare Nummer werden, zumal wir ja auch hier, na wobei, gegen Frankfurt war es nicht so souverän, die haben sich gut zurückgekämpft, wir haben 3-0 geführt und dann waren sie auf einmal 3-2 dran, dann haben wir es 4-2 gemacht, dann waren sie 4-3 dran, war ganz schön knapp das Spiel, also hätte auch locker unentschieden ausgehen können und müssen wir auf jeden Fall besser widerstehen in der Abwehr. Schauen wir mal. Letztes Spiel war ja, haben wir Schürrle rausgenommen, aber hier ist nochmal die Tabelle. Die große Überraschung also, ja. Dieser Spielzeit. Und was die Bayern müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Das wird, glaube ich, das Schlüsselspiel der Saison. Also nochmal, im letzten Spiel haben wir ja dann die Verletzung von Schürrle gehabt. Den mal direkt rausgenommen. Zum Glück hat er sich nicht verletzt. Also der ist heute wieder in der Startelf. Weil ich will gegen die Bayern, dass die Schlüsselspieler fit sind. Und das sind nun mal hier so ein Reus zum Beispiel. Hier, Dahoud ist auch wieder im Kader drin. Dann Schürrle, Götze, Philipp, Jamolenko wird geschont. Und vorne Aubameyang, der wird nicht geschont. Der muss spielen. Bei dem läuft noch das Projekt Gerd Müller-Rekord. So, schauen wir gleich mal, wie Hannover antritt. Und so gehen's die Hannoveraner. Da sehen wir es. Esser im Tor. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Dann Ostrolek, Sané, Anton Korb. Die Flügelstürmer draußen. Schmiedebach, Schwegler, Bakalort. Und Prip, Jonatas und Klaus im Sturm. Noch Sorg, Kovalenko, Füllkrug, Albo, Notz, Bebu und Benchop auf der Bank. Ich glaube, einen habe ich jetzt überlesen, aber passt schon. So, Anstoß hat. Wer macht den Anstoß? Haben wir Anstoß? Nee, Hannover hat Anstoß. So wie es aussieht. Ja, komm, bis der Jonatas jetzt dahin gelatscht ist, drücken wir wieder X. So, auf geht's. Erstmal der Ball hängen geblieben. Klaus zu Schmiedebach. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, gut gespielt hier auf Jonatas oder Toprak. Aber abseits anscheinend. Egal, so oder so, es ist abseits. Richtig enge Kiste, aber. Kurzer Freistoß von Bürki. Bellerin. Weigel. Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Toprak verliert den Ball irgendwie. Beziehungsweise rennt er dann vorbei beim Klären. Und jetzt Philipp auf Götze. Nun Aubameyang. Aubameyang ist ein ganz besonderer Spieler. Spielertyp. Also auch abseits des Platzes. Ah, Hannover macht das gar nicht so schlecht bis jetzt. Ich würde ihn mal vorsichtig als extrovertierten Typ bezeichnen. Sieht Ach, man ja auch an diesem Batman-Torjubel, den wir da mal erlebt haben. Oder bei der Wahl seines Autos. Der Mann fällt gerne auf. Aber am liebsten natürlich. So, Bellerin. Hector Bellerin. Geht gut nach vorne. Schade. Da war noch ein Verteidiger dazwischen. Aber ich glaube, von der Idee war das das Beste, weil ich hätte niemals mit dem Schürrle den annehmen können. Götze. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und da ist er. Aubameyang Vorlage. Maximilian Philipp. Bester Sturm der Liga. Das haben wir hier wieder gesehen. Richtig schönes Tor. Eingeleitet von Sokrates. Götze auf Philipp. Und den wollte er genau dahin haben. Und drin. 33. Tor. 7 sind es nur noch bis zum Gerd Müller-Rekord. Salif Sané. Müssen das eigentlich verfehlen? Sonst haben wir gar keinen. Dahoud. Gar kein Ziel für FIFA 18. Obwohl doch, dann müssen wir den Rekord von Aubameyang toppen. FIFA 19 meine ich natürlich. In der Abwehr muss umgestellt werden. Hinten rechts fehlt der Stammspieler aufgrund einer Sperre. Und Schürrle. Mario Götze. Da wird aber Aubameyang bitterböse gefoult. Jetzt vielleicht. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Er bekommt Hilfe. Schürrle. Schürrle. Ganz stark abgeblockt. Die Defensive steht. Toprak gegen Prip. Marvin Bakalos. Prip.
Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt so, ist Philipp der Ball auf weg. Götze. Gut verteidigt. Ach, hier. Schwegler. Ostrolek. Und der Hut fängt den Ball ab. Da müssen wir sehen, dass wir jetzt ein zweites Tor nachlegen. Wir sind eigentlich. Hey! Der Hut was? Den Ball zurück. Das ist kein Foul? Natürlich nicht. Und Aubameyang. Und jetzt Götze. Gefährlich werden. Schade, Ostrolek. Schwegler. Oh, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Sicher und Bürki. Gut gemacht. Nun Schürrle. Jetzt Aubameyang. Aubameyang und da ist er drin. Wieder das Tor. 34. Offensiv sind sie einfach eine Klasse für sich. Herr Wolf, da hat Kuba ist schon echt krank, ey. Der trifft ja eigentlich aus jeder Lage. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon. Ob der wird doch für Ultimate Team nicht interessant. Erstens sagt, so viel will ich für den nicht hinlegen, mal sehen, aber. Ob sie so weitermachen. Ich glaube, der ist ein ganz guter Joker. Und mit seiner Geschwindigkeit, der überläuft ja alles dann ab der zweiten Halbzeit. Hector Bellerin. Jetzt Aubameyang. Der BVB Aubameyang fängt diesen Ball ab. Einwurf für den BVB. Und Schürrle. Götze. Mann. Ober. Oh, schade. Da war Platz. Da hätte ich noch gehen können. Ecke kommt von Götze. Ja, gut. Jetzt die Flanke. Und Schürrle. Warum geht Schürrle dahin? Ah, das war am Ende ein ganz klares Ding für Topmark geworden. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. 6:0 Schüsse. Deutsche Sprache. Und Aubameyang. Riesenchance. Jawohl. Aubameyang. 3:0. Ich glaube, der Gerd Müller-Rekord wird fallen. Ganz starke noch Leistung in dieser Saison. Der ist heute hier außen Stand. Drauf, links und rechts hier, der ist jeder Fuß stark. 35. Saisontor, also das steht schon mal fest. Mehr Tore als Fenster, Spiele. Wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. So, Ober. Jetzt vielleicht der BVB. Defensiv machen sie es gut. War gefährlich, 13-0. Das hatten wir gegen Frankfurt auch. Aubameyang. Götze. Aubameyang, ist es das? Das war schade. Eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das ist das Problem. Jetzt will ich mit Aubameyang, glaube ich, jedes Tor machen. Jetzt achte ich irgendwie nicht auf die besser positionierten Spieler. Den Ball kann er klären. Schürrle jetzt. Weigel. Pierre-Emerick Aubameyang. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Vorteil wurde nicht mal als angezeigt vom Vorteil. Und Aubameyang. Und Götze. 4-0. Stark gemacht. Oh, ich glaube, das Spiel jetzt ist es defensiv entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass Hannover noch 4 Tore macht, wenn die nach 14 Minuten 0 Torschüsse haben. Die Führung ist schon sehr komfortabel jetzt. Schürrle auf Götze, das gab es ja schon mal. Also mit der Leistung auch mehr als verdient. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Schmiedebach. Marvin Bakalos. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Geht er rein? Ach, der geht vorbei. Da muss er mehr draußen haben. Oh ne, Bürki war dran. Erster Torschuss für Hannover nach 43 Minuten. Ecke kommt. Bürki ist dran. Pripp. Alter, vorbei. Bürki war wieder dran. Was ist jetzt in Hannover? Ich habe euch gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Die haben 0 Torschüsse und jetzt drehen die auch immer voll auf hier vor der Halbzeit. Noch eine Ecke. Das muss souveräner werden hier. So, Ecke kommt. Da ist die Szene vorbei. Götze. Und jetzt Schürrle. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich.
und Aubameyang. Da ist das 5:0, das vierte Tor von Pierre-Emerick Aubameyang heute in der ersten Halbzeit. Lässig. Schönes Kontertor. Wird schon die erste Auswechslung empfohlen. So überlegen, wie sie bisher spielen, ist es schwer zu glauben, dass da noch was anbrennen kann. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und Ober macht dann noch einen. Hey, der darf sich nicht verletzen, Leute. Und hier hat in Halbzeit 1 nur eine Mannschaft gespielt. 5:0. So, weitere Spielstände. Steht irgendwas von den Bayern? Ne, die spielen erst später gegen Leipzig. Und das wäre natürlich ein Ding, wenn es Leipzig hier zum Titel verhelfen würde. 9:0 gewinnen wir gegen die. Und dann schießen sie die Bayern ab. Ob sie auch in der zweiten Aber glaube ich nicht. So überzeugend auftreten. Wobei, Freiburg hat ja auch gegen die Bayern gewonnen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Aubameyang! Oh, schade. Das wäre hier. Fünferpack. Also ich lege mich fest, der Gerd-Müller-Rekord wird fallen. Jetzt 36 Tore mit dem. Wir haben ja noch einige Spiele. Und Schürrle. Nun Aubameyang. Jetzt vielleicht der BVB. Schürrle. Aubameyang. Aubameyang schießt. Schade. Da passt der Klasse auf. Da kommt jetzt der Egoismus raus. Da geht es nur um den Rekord jetzt für Ober. Schade. Aubameyang geht hier in die Offensive. Schürrle. Und Aubameyang. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Gleich wird hier ausgewechselt. Dahoud. So, weitergeleitet auf Kagawa. Oh, da war Issa dran. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken. Starker Reflex, das muss man wirklich sagen. Super Pass. Und Toprak, da ist das 6:0. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Super Kopfball, ein klasse Tor. Ich weiß nicht, wie viel das Tor war, das zu Toprak gegen Saison. Dass er selbst trifft. Ja, erstes Saisontor, okay? Also war Sokrat ist wirklich hier unser Kopfballungeheuer nach Ecken. Oh, jetzt werden sie wechseln. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz 6:0 vorne. Nach 56 Minuten. Er überzeugt heute als Passgeber. Könnte gefährlich werden. Aubameyang hat den Ball. Nun Kagawa. Oh, Shinji. Ostrzelek. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ball draußen, es gibt Einwurf. Fantastisch. Also sollte einer hier das erste Mal zugucken und denken, hey, der spielt doch bestimmt auf einfach. Guckt euch meine Pack-Openings von den Squad Battle Rewards an. Guckt euch das Video an hier vor ein paar Tagen gegen RB Leipzig. Da habe ich das alles gezeigt, dass ich hier wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Aber es ist einfach in der Karriere übertrieben leicht, meiner Meinung nach. So, Shinji. Nein. Was machst du denn? Kovalenko. Bebu. Ostrzelek. Kovalenko. Jetzt schießt er. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Da kämpfen wir um das zu Null. Na, Frankfurt haben das besser ausgespielt. Da muss man wirklich sagen. Aber Schürrle gut, die stehen noch in der Tabelle ein paar Plätze über Hannover. Und da ist Philipp. Jetzt vielleicht. Und das Schade. Was, der war drüber? Nee, lass den Philipp ruhig mal durchspielen. Weil der Reus sich schon, damit er topfit ist gegen die Bayern. Weil ich glaube, morgen geht es wirklich gegen die Bayern.
20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Und wieder die Dortmunder. Ach, schade. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Shinji Kagawa. Da passt er auf. Und schlecht kann gespielt. Klären. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ballverlust. Schmelzer. Jetzt vielleicht der BVB. Mann, jetzt decken sie aber den Aubameyang richtig gut. Was hat der für Räume gehabt in der ersten Halbzeit? Kagawa. Hey, du hast einen Shinji gefault. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Nun Aubameyang. Geht weit. Jetzt hat er einen Aubameyang gefault. Oh, jetzt kommt der Frust so langsam. Gelb. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Das war jetzt guter Pass, das nicht die perfekte Lösung für einen Freistoß. Die haben mich einfach nicht bewegt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Felix Klaus. Der Klaus hier. Das Kläuschen. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Ach, schade, Philipp. 6:0 der aktuelle Stand. Mehr als eindeutig. Wir haben also Zeit, uns mal kurz dem nächsten Gegner zuzuwenden. Der nächste Kontrahent von Borussia Dortmund heißt erstmal rausgefaustet. Dankeschön. Heißt erstmal rausgefaustet. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ich glaube aber wirklich, es sind Bayern. Schön nach, bieten sie an. Denke ich schon seit 2 Tagen. Bebu. Schmelzer klärt das. Aber der Ball ist erstmal weg. Und Kagawa. Jetzt müssen sie aufpassen. So, was machen sie draus? Und Aubameyang macht sein 5. Tor. Das ist das 7:0. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko. Komm, hier, bring nochmal Guerrero. Nee, haben wir jetzt irgendwie verdrückt. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Oh, sie beherrschen das Spiel heute wirklich. Sie lassen hier überhaupt nichts anbrennen. Dafür braucht es zweithöchster Saisonsieg hier nach dem Spiel in Leipzig vorgestern. Genau die zeigt sie. Da kommt die Schlanke. Und Bürki. Und Aubameyang. Aubameyang Schürrle. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Ach, Kagawa, schade, verstolpert. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. So, ja, das war's. 7:0 gewinnen wir gegen Hannover 96. Das war heute eine. Und jetzt kriegt Ober hier, der müsste eigentlich hier 5 Bälle hier für die Leistung bekommen. Und die Trikots von den Giris. Götze. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So, schauen wir mal auf die Torschüsse. 13:2. Aubameyang überraschenderweise eine 10:0 bekommen. Torvorlagen, Philipp 3 von Schürrle, 2 Kagawa, Philipp Götze eine. Oh, sah doch ganz gut aus. So, und die Bayern haben gepatzt, so wie es aussieht. 5 Punkte. Das sind ja mal richtig gute Neuigkeiten. Und jetzt sehen wir aber, ob die Bayern auch morgen unser Gegner sind. Weil es hieß ja erstmal rausgefaustet. Spieler ist auskuriert, das heißt, Pulisic ist bestimmt wieder da. Jawohl, die Elfenbeinküste wünsche ich als Trainer. Das sind gute Neuigkeiten. Simulieren wir noch zum nächsten Spiel, damit wir es auch wirklich sehen, ob es die Bayern sind. Jawohl, da kommt's. Morgen um 17 Uhr. Spiel gegen die Bayern. Und ich behaupte mal, wenn wir da gewinnen, ist das die Vorentscheidung in der Meisterschaft, weil wir sind richtig gut drauf. Wir haben 87 Tore erzielt. Haben zwar 27 Gegentore, aber das ist auch noch aus der Hinrunde, wo wir das Spiel noch nicht so ganz raus hatten. Ansonsten gucken wir uns die Top-Torjäger an. Und da sieht es so aus: 37 Tore Aubameyang, 3 Tore fehlen noch zum Rekord auf Gerd Müller, um gleich zu ziehen. Das sollte doch bei
Wie viele Spiele sind es jetzt? 27. Bei noch 7 Spielen sollte das doch möglich sein, ja. Also Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Oder kommt auf meinem Discord-Channel vorbei. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort anzutreffen. Ich bin dann jetzt raus. Bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann einfach mal ein Abo hinterlassen. Jeden Tag um 17 Uhr eine neue Folge der FIFA 18 Karriere. Außerdem NHL, WWE, für jeden was dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr den Weg mit mir gehen würdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.